Und ich begrüße Christina Haag, stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin, Professorin, Kunsthistorikerin. Einen guten Tag, Frau Haag. Ich grüße Sie, hallo. Die Notre Dame ist ja nicht irgendeine Kathedrale. Wie würden Sie die Bedeutung dieser Kirche, dieses ikonischen Gebäudes, nicht nur für Frankreich, sondern für die Welt beschreiben? Ich würde zunächst tatsächlich mal bei Frankreich anfangen. Und es ist die Kathedrale Frankreichs. Es ist die Kathedrale von Paris. Es ist nicht nur Touristenmagnet, sondern sie steht für ganz vieles. Sie steht für geistige Schöpfungskraft des Menschen. Sie steht für Erfindungsreichtum etc. Und von daher ist, wenn diese Kirche brennt, ist das wie ein Infernal, glaube ich, für ganz Europa und vielleicht sogar darüber hinaus. Wir haben gerade auch noch mal ein paar eindrucksvolle Bilder von außen und diese immense Schönheit auch von innen gesehen. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht klar. Einiges wird sicherlich im Laufe des Tages sich klären. Aber was könnten wir an Weltkulturerbe verloren haben? Ich glaube, wir könnten verloren haben absolute Authentizität, weil nach jetzigem Stand, wir wissen ja, wie Sie sagen, tatsächlich noch nicht, wie weit das Ausmaß der Zerstörung geht, aber das Wichtigste, was ist erhalten geblieben? Erhalten sind die beiden Türme, die ja wie ein Wahrzeichen sind. Es sind erhalten geblieben die kunsthistorisch unglaublich bedeutenden beiden, drei Rosettenfenster sind es aus dem 13. Jahrhundert mit einer Glasmalerei, die tatsächlich einzigartig auf der ganzen Welt ist. Und es ist die Grundkubatur des Gebäudes erhalten geblieben. Das heißt, wenn wir eventuell auch über Rekonstruktion und Wiederaufbau sprechen, muss man vermutlich sehr, sehr sensibel vorgehen. Aber verloren, ich möchte weniger von verloren sprechen, als dass wir darüber sprechen, zu sagen, was ist Gott sei Dank erhalten geblieben. Es war ja auch beeindruckend, gestern Abend zu sehen, dass die Franzosen, nicht nur der französische Präsident, sofort auch von Wiederaufbau gesprochen hat, der aber vielleicht ja Jahrzehnte dauern kann. Wie schwer ist diese Aufgabe? Sie haben eben die Frage der Authentizität angesprochen. Wie schwer ist diese Aufgabe aus kunsthistorischer Sicht? Es ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, weil man aufgrund von Authentizität sich fragen muss, wie will man wieder aufbauen? Will man 100% rekonstruieren? Will man dieses Ereignis vielleicht auch in der Kirche spürbar für die Nachwelt halten? Das sind Dinge, die man abwägen muss, sehr wohl abwägen muss, aus mit verschiedenen Experten, mit Baudenkmalpflegern, mit Kunsthistorikern, aber natürlich auch auf der politischen Ebene, um dann zu einer wirklich guten, tragfähigen Entscheidung zu kommen. Schauen wir zum Abschluss noch kurz nach Deutschland. Sie sind hier in Berlin für die Berliner Museen zuständig. Wie sehr beschäftigen Sie sich da auch mit Brandschutz und wie sicher sind unsere Museen? Wir beschäftigen uns, wir hier in Berlin bauen ja auch sehr, sehr viel bei den staatlichen Museen beziehungsweise sanieren sehr, sehr viel historische Gebäude. Und der Brandschutz ist ein Teil unseres Sicherheitssystems, muss es immer sein. Und unsere Experten sind immer bei diesen Sanierungsplanungen sehr, sehr dicht dran und immer beteiligt mit Haltungen, mit Feststellungen, was geht nicht und wie kann man das Gebäude, natürlich auch die darin enthaltene Kunst, größtmöglich schützen. Und absolute Sicherheit wird es nie geben, denn dieses Gebäude, der Brand in Paris, zeigt, dass Sanierungen, laufende Baumaßnahmen für ein Gebäude die sensibelste Stelle sein können, dass sie angreifbar sind und gerade in diesen Bauphasen ein hohes Augenmerk auf Sicherheit gerichtet werden muss. Es ist im Prinzip, kann man sagen, Paris steht für einen Appell an uns alle, die die Verantwortung tragen für diese historischen Gebäude, achtsam mit ihnen umzugehen und auch sehr, sehr wohl zu überlegen, die Sicherheitsmaßnahmen immer voll im Blick zu behalten. Und wahrscheinlich waren ja die Renovierungsarbeiten die Brandursache, wobei das noch nicht sicher ist und noch untersucht wird. Christina Haag war das, stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.